Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Apes Odyssey. Ich begrüße euch. Ja, liebe Leute, wir stehen seit dem letzten Part hier am Eingang des Scrabania-Tempels, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und wir müssen hier weiter, wahrscheinlich auch wieder zu 6 Kammern oder so, nehme ich mal an. Genauso wie in Paramonia. Und ja, das werden wir jetzt versuchen. Und ja, ich weiß, in diese Richtung, da hatte es ein Secret oder eine, ja, so ein verstecktes Areal mit zwei Mudoken, die wir retten könnten. Aber ganz ehrlich, no. Kein Interesse. Deshalb werde ich mir jetzt den regulären Weg nochmal ansehen und ja, damit eigentlich auch genug gelabert. Ich wünsche euch viel Spaß mit Abe und weiter geht's. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, damit wir nicht erschossen werden. Ja. Das war knapp. Ah, bleib stehen, Abe. So, genau. Hier hatten wir diese Mine. Jetzt warten wir, bis der Slick wieder aus dem Bild ist. Und dann werde ich trotzdem nochmal versuchen, hier drüber zu springen. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ach, das sind ja zwei, genau. Nein! Ja, das hat wunderbar funktioniert. Ich werde es jetzt nochmal versuchen, als Hürdensprinter, Kamikaze, einfach durchzulaufen. Um hier nicht zu viel Zeit zu vergeuden. Das mache ich ohnehin oft genug. Mal gucken, ob das klappt. Ja, bislang. Ja, soweit so gut. Nein! Oh Gott, David! Ja, Ungeduld ist auch eine Tugend, ne? Dann eben noch einmal. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut zumindest. So. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich mit drei drüber komme, aber was soll ich sonst machen? Ich muss es fast versuchen. Oh, doch, es funktioniert! Ha! Rein! Oh Gott! Boah, also die letzte Mine jetzt hier. Wie gesagt, wusste ich ja nicht. Oh, da sind wir jetzt. Oh mein Gott. 1, 2, 4, 6, 8. Seriously? 8, 9 Stück? Ja, 8. Weil da kamen wir ja rein. Ah, oh, super. Was steht denn jetzt hier? Scraps. Scraps sind scharf auf ihr Territorium. Das Einzige, was sie mehr lieben als dahinschleichende Mudokons, als Imbiss wahrscheinlich, zu sich zu nehmen, ist sich gegenseitig eins auf die Mütze zu hauen. Wenn du einen siehst, hau ab. Wenn du zwei siehst, genieße die Show. Okay. Ja, gerne. Also genau umgekehrt eigentlich wie mit den Paramites. Steinschlösser. Unsere Tempel sind dunkel geworden, seit das Magog-Kartell die Mudokon versklavt hat. Entzünde die heiligen Feuer, indem du die Steinschlösser einschaltest, wo immer du sie finden kannst. Erst wenn alle Schlösser eingeschaltet sind, ist es dir erlaubt, an den Initiationsriten des Tempels teilzunehmen. Ja, also dasselbe wie in Paramonia. Hier nochmal eine Karte, ein Layout, welches ich gleich wieder vergessen werde, weil auch völlig egal im Grunde. Bringt mir sowieso nichts. So, kann ich jetzt hier runter ohne... Ach, ich kann mich runterlassen, okay. Was ist hier das? Was macht das hier? Ach, okay, da komme ich hier raus. Alles klar. Ja, links oder rechts? Ich würde sagen, ich entscheide mich hier für die linke Seite. Für die alleinstehende Tür hier. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, wo wir hinkommen. Ja. Ja. Sieht definitiv nach der richtigen Entscheidung aus. No. Los. Ja. Okay, irgendwo höre ich hier einen Slick. Wir schleichen mal. Aber nicht hier lang. Ja.
Okay. Soweit so gut. Ah, hier kann ich wieder nicht. Ja, genau. Ja, ist gut. Nicht rausfliegen. Also ganz ehrlich, das ist einfach nur gemein. Ja. Hier in den Vordergrund oder in den Hintergrund schießen. Wie soll das möglich sein, bitteschön? Gut. Auf ein neues. Wir warten, bis diese Kugel hier weg ist. Diese äußerst explosive Kugel. So. Dann gehen wir hier runter. Springen hier rüber. Gehen hier runter. Wow. Okay, ich kann offenbar nur den im Vordergrund töten. Interessant. Wenn auch nervig. Das heißt, ich muss den loskriegen und dann... Scheiße. Oh, okay. Ich dachte schon, das wäre schon wieder gewesen. Leute, ich finde das nicht nett. Ganz im Gegenteil. Ich finde das äußerst gemein. Die Frage ist, geht's hier... Ja, es geht auf jeden Fall runter. Das dachte ich mir schon. Ich wollte einfach nur mal gucken, ob es hier rechts auch weiter ginge. Aber nee, es sieht nicht so aus. Das dürfte eine massive Wand sein. God damn it. Ja, liebe Leute, ne? Mehr kann man als je zuvor. Ihr wisst, was das bedeutet. Fun time! Not. Ich habe jetzt völlig vergessen, wo dieser Hebel, dieser Stein runterkommt, ehrlich gesagt. Moment, wenn ich hier schleiche, bemerken die mich trotzdem? Ja. Naja, ich meine, man muss ja jede Frage so beantworten wissen. Ja, ganz ehrlich, ich sehe mich hier schon wieder Stunde um Stunde. Wie gesagt, nie wieder blind. Ja, nee, doch, natürlich. So. Ja. Okay. Vielleicht sollte ich einfach mal darauf achten, wo dieser Stein auch runterkommt. Ich glaube, es war ziemlich mittig zwischen den zwei kleinen Steinen da rechts, links, unten. Nix. Bin ich hier? Ich bin nicht hier. Nein. Damn it. Ich habe den jetzt nur per Zufall getroffen. Nein. Gar nichts. Geh weiter. Da hinten erst, okay. Okay, und jetzt sollte ich wahrscheinlich laufen. Und zwar schnell. Okay. Ja, nix Hilfe. Shut the hell up. So, dann werden wir erstmal... Ja, Moment. Kann ich das Feuer mit dem überhaupt entzünden? Ah, shit! Ja, super. Das bringt mir jetzt genau gar nichts, weil hier noch ein Slick rumläuft. 100 Pro. Der hier. Genau. Ja, learning by doing. Mehr oder weniger. Das heißt, ich darf den Slick, also ich darf mit dem Slick den Hebel nicht betätigen. Muss erst den anderen Slick erledigen. Blar, blar. Wunderbärchen. So. Ich
hoffe wenigstens die Stelle klappt jetzt hier so im Ansatz. Ah, damn it. Nein. Ja, ich muss hier gegen die Wand laufen, damit ich hier wegstehe, sonst werde ich... God damn it, bleib doch nicht gleich stehen. Kannst du nur zwei Schritte laufen, wenn ich mich bewege, oder? Ja, super. Double Kill. Ja. Das könnte etwas länger dauern hier in diesen Kammern. Mal wieder. Und natürlich auch hier gibt es keine Speicherpunkte. Warum auch? Ach Gott, dang it. Darf doch nicht wahr sein. Das ist doch zum Mäusemelken! So, okay. Der ist hinüber. Ja, ist klar. On the fly. Warum nicht? Ich würde sagen, ich versuche das jetzt noch einmal. Mach dann mal einen Cut. Und mach beim nächsten Mal weiter hier frisch, fröhlich. Motiviert. So halbwegs. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das... Verdammtes Timing, ey. Ich hasse solche Timing-Dinger, ehrlich. Schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. So, jetzt warte ich hier, bis der Slick, So. Okay. Ja, nee, ja, etwas zu spät, Gott sei Dank. So. Jetzt. Wir lernen aus unseren Fehlern, manchmal. Ah, ich hätte dieses ZZZ, also hier dieses Schlafzeichen, ich hätte es eigentlich sehen müssen. Kann ich jetzt schon... Nee, kann ich nicht. Gut, dann muss ich mich erstmal... Ja, und jetzt heißt es wohl, dann mit Abe den Hebel drücken und schnell laufen. Ja, Moment, ich muss doch hier... Ach, scheiße, es klappt doch wieder nicht. Ich glaube nicht, dass Schleichen hier was bringt. Ja, genau das dachte ich mir. Super. Ja, wie war das mit Timing-Sache? Hier genau vor diesem Transportsystem stehen zu bleiben. Es stinkt. Es stinkt einfach nur. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war genug Fail für heute. Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Ich bezweifle, dass irgendjemand auch nur ein bisschen Spaß in diesem Part hatte. Wenn doch, ja, dann seid ihr verrückter als ich dachte. In positiver Natur gesehen natürlich. Würde mich natürlich auch trotzdem freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Fail with Abe. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut. Ciao, ciao.